Hallo allerseits und ganz herzlich willkommen zum mantischen Mondimpuls in aller Herrgottsfrühe am Sonntag auch noch. Ja, ich bin gerade nicht live. Das liegt daran, dass ich unterwegs bin. Aber ja, ich bemühe mich einfach wirklich, alle wichtigen Termine einzuhalten und ich produziere dann halt gerne auch mal was vor. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr unterhaltet euch ja auch immer bestens ohne mich, wie ich festgestellt habe, wenn ich die Kommentare mitlese. Auf jeden Fall, heute geht es um den Vollmond in Widder, den ihr hinter mir schon astrologisch aufbereitet seht. Dieser Vollmond findet um 22:55 Uhr heute Abend statt, am 9.10. Und er findet auf ungefähr 16,5 Grad in der Waage und im Widder statt. Von daher, alle Planeten, die ihr in diesem Bereich habt, meinetwegen so von 15 bis 18 Grad, die sind besonders stark von diesem Vollmond betroffen. Und das bedeutet für euch, dass wenn ihr gerade eine Waage seid oder viele Waage-Themen habt oder was im Widder habt intensiv, dass das besonders betroffen wird. Aber auch alle anderen Zeichen, die Planeten auf diesen Graden haben, das ist dann auch ein Thema für euch. Vollmond, ne, da steht die Sonne immer dem Mond gegenüber. Deswegen kann man den Mond auch voll sehen. Und jetzt haben wir gerade den Widder-Vollmond. Der Widder-Vollmond ist für alle Widder interessant, aber eigentlich auch für alle anderen Zeichen, sich nochmal zu überlegen, was war denn so um Neumond im Widder herum in diesem Jahr los bei mir? Das war in der Widderzeit. Was habe ich damals neu angestoßen und was möchte ich jetzt eigentlich zur Vollendung bringen? Wäre ein wichtiges Thema. Dieser Vollmond ansonsten ist ziemlich angespannt, wie ich finde. Also auf der einen Seite haben wir Venus ziemlich nah bei der Sonne, was für Charme steht, dafür steht, dass es irgendwie aber auch um Selbstbewusstsein geht, um sich selbst durchsetzen, um sich selbst zeigen, authentisch sein. Etwas, was der Waage manchmal Probleme bereitet, denn sie möchte ja immer gerne geliebt werden und da ist man nicht so gut in der Authentizität. Ja, und der Widder, der kümmert sich nicht so wirklich ums Geliebtwerden, der kann ruhig mal einen raushauen. Bei dem steht aber sehr eng Chiron gerade, also Mond Chiron. Da redet man auch gerne von einem verletzten Mond in der psychologischen Sprache der Astrologie. Und das hat ein bisschen was von, ja, wir sind alle ganz schön angeschlagen. Wer das Video zu Deutschland gesehen hat, das ich am Montag, am 3. mit Christopher gemacht habe, da haben wir die Fünf der Schwerter von Margarete Petersen uns angesehen. So ein bisschen sieht dieser Mond aus, der ist also nicht frei. Und das passt ganz schön für mich zu diesem Thema des Selbstbewusstseins, das ich hier wahrnehme, wenn ich das Horoskop mir anschaue. Also Thema Authentizität, sich selbst ausdrücken, sich stärker machen, die Kraft des Widders nehmen, um zu sagen, bis hierher und nicht weiter, das ist ein wichtiges Thema für mich. Ansonsten sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo wenigstens alle persönlichen Planeten gerade mal direktläufig sind. Wir haben den Merkur wieder direktläufig. Er ist noch in der Jungfrau. Er wird am Dienstag in die Waage gehen. Aber im Augenblick ist er noch in der Jungfrau unterwegs und das genießt er natürlich, denn das ist sein Zeichen, die Jungfrau. Wir haben Mars auch noch nicht rückläufig in den Zwillingen. Wir haben Venus direktläufig. Also die persönlichen Planeten sind im Flow. Für mich unterstützt das diese Widderenergie und sagt mir, dass wir unsere persönlichen Themen gerade jetzt vorantreiben sollten, solange uns nicht irgendwelche Sachen von außen wieder nerven. Saturn weiter rückläufig, wird jetzt aber langsam auch direktläufig. Pluto stationär fängt gerade an, sich wieder nach vorne zu bewegen. Uranus rückläufig, bleibt noch rückläufig. Und das ist auch noch interessant, Jupiter ist zwar nicht nahe beim Mond, aber auch im Widder. Und der ist ja kurz davor, wieder in die Fische zurückzugehen, um sich dann nochmal
mit Neptun zu vergnügen. Also wir haben hier gerade so einen Moment, wenn ich das beschreiben sollte, wo wir alte Zöpfe abschneiden könnten, wo wir in den letzten 6 Monaten gelernt haben, da habe ich mich klein gemacht, da die Leute, die waren nicht gut zu mir, da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf, auch auf diese Arbeit, das will ich nicht mehr. Ich möchte jetzt irgendwie etwas tun, was mich erfüllt. Das sind so die Dinge, die ich hier wahrnehme, wenn ich das wahrnehme, wenn ich mir dieses Horoskop ansehe. Und da kann uns diese Widder-Power wirklich gut unterstützen in der kommenden Woche. Vielleicht nehmt ihr euch so etwas vor. Das ist es, was ich euch astrologisch heute mitgeben möchte. Und dann bleibt mir jetzt natürlich eigentlich nur noch mit euch mir das Kartengeschehen anzusehen. Und ihr wisst ja, für das Kartenlegen, da nehme ich immer sehr gerne die Karten aus dem Göttinnenzyklus von Ulla Janacek und Kambra Skadé. Ich habe natürlich wieder die Karte schon gezogen, aber ich weiß noch nicht, was orakelt wird mit dieser Karte. Und ich werde jetzt einfach mal wieder drehen, wie ich das immer tue. Und hier stoppe ich. Das, was am nächsten hier ist, das ist der Orakelspruch. Das ist jetzt schwierig. Da muss ich noch mal drehen. Machen wir hier. Okay, es ist rot. Rot kriegt ihr gleich zu sehen, aber lasst uns doch erst einmal noch die Karte betrachten. Sie ist dem Schützen zugeordnet. Der Schütze ist nicht der Widder, aber er ist ein Feuerzeichen. Und hier in dem Buch von Kambra Skadé und Ulla Janacek wird diese Karte auch die Regentin genannt. Man kann ja auch wieder so eine Frau erkennen, aber gleichzeitig sieht man den Gral, man sieht eine Krone. Irgendwie auch so ein bisschen so Weltthema. So passt gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Sei eine Herrscherin, sei ein Herrscher, sei autark, sei kraftvoll und lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Das ist etwas, was ich hier sehr stark wahrnehme. Dieses kraftvolle Rot gefällt mir ausgesprochen gut. Passt sehr schön zu einem Vollmond. Und du solltest dich vielleicht auch noch mal fragen, was beherrsche ich jetzt? Wo bin ich Profi? Was ist es, was ich immer mehr als Berufung für mich ausbauen möchte? Und dann machst du die Sachen genau richtig. Ja, jetzt das muss ich euch natürlich noch vorlesen, was Kambra und Ulla zu diesen Karten schreiben. Ich glaube, es ist meistens die Ulla, die Kambra malt eher die Karten. Und ich lese das euch einfach mal vor. In dir hat sich ein klares Ziel formuliert, nur ist dir der Weg dahin noch nicht ganz klar. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit noch eine Weile bei der Vision. Formuliere sie aus, male sie oder sprich darüber. Das passt sehr schön, wenn ich kurz einwerfen darf, dazu, dass Jupiter jetzt noch im Widder ist, aber nochmal in die Fische zurückgeht. Also jetzt noch Klarheit und dann in die Vision. Es ist wichtig, dass du Menschen findest, die dich unterstützen. Finde heraus, was die genauen Bedürfnisse deines engeren Umfeldes sind. Wenn du darüber Klarheit hast und genau hinhörst, weißt du auch, in welche Richtung dich dein Weg führt. Denn die anderen sind immer auch ein Spiegel für dich selbst. Vielleicht entdeckst du, dass du Antworten für sie hast. Dann kannst du auch genauso gut Verantwortung übernehmen und sie führen. Wage dich mit deinem Weisheitswissen in die Öffentlichkeit. Biete an, was du zu geben hast. Berufung. Je mehr Schritte du unternimmst, desto weiter kannst du dich vorwagen. Du bist weise und umsichtig genug, um deine Kraft nicht zu missbrauchen. Die Welt wartet auf dein Angebot. Tritt aus der Anonymität der Unsichtbarkeit heraus und erlaube dir zu wachsen. Im Moment ist es angesagt, deine Kräfte im offenen Wettbewerb zu messen, damit du deine Lebenstechnik verfeinern kannst. Du weißt genug. Du kannst dich der Öffentlichkeit stellen. Das Glück folgt auf dem Fuße. Ja, ich finde das auch noch mal ganz interessant. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber
Jupiter ist ein wichtiges Thema in diesem Horoskop. Jupiter, Herrscher des Schützen. Und wir sind, ja, wie ich das eben gerade so versucht habe zu beschreiben, an so einer Stelle, wo wir gerade einiges umsetzen können, wo wir aber auch so ein bisschen im leeren Raum schweben. Und da finde ich, passen die Worte von Ulla Janacek sehr schön hinein, dass wir jetzt uns ausrichten sollen auf das, was wir haben wollen. Eigentlich sitzt sie hier ja auch so in so einer meditativen Haltung da und dann losschlagen wollen sollen. Vielleicht können wir dieses Bild zum Anlass nehmen und sagen, okay, heute um 22:55 Uhr, meinetwegen auch 22:50 Uhr, um reinzukommen, nehme ich mir Zeit, mache eine Meditation und komme zu mir. Das ist das, ja, was ich empfinde bei dieser Karte. Sie gefällt mir, wie die meisten dieser Karten, wirklich sehr gut. Und damit habe ich gesagt, was ich sagen wollte. Nun ist es natürlich aber dennoch an mir, euch noch euren Buchstaben für die nächste Mondperiode bis zum nächsten Neumond mitzugeben. Ja, ihr wisst, oder die, die es nicht wissen, erfahren es jetzt. Ich werde gleich einen Buchstaben sagen. Und dann ist das Wort, das als erstes in euren Kopf kommt, wenn ihr dieses Wort sagt, wenn ihr diesen Buchstaben hört, das, was für euch wichtig wird in den nächsten 14 Tagen. Und ich würde dich jetzt dazu einladen, dich hinzusetzen, falls du das noch nicht tust, dich ein bisschen zu entspannen, vielleicht auch die Augen zu schließen und dich kurz auf diesen Vollmond einzustimmen. Und der Buchstabe, der in mir aufsteigt für euch, der Buchstabe, der euch die kommenden 14 Tage begleitet, das ist der Buchstabe L. Wie üblich lasse ich euch mit diesem Buchstaben alleine. Ich habe zwei Worte tatsächlich gerade bekommen, ganz interessant. Ich freue mich, wenn ihr die Worte in die Kommentare schreibt, ob jetzt oder später. Ich freue mich, wenn ihr heute Abend wieder einschaltet, wenn es das Wochentagshoroskop gibt. Und ich freue mich auch, wenn ihr dranbleibt, unseren Kanal abonniert, teilt und wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder einschaltet, denn da wird es weitere Videos geben. Ansonsten habt einen wunderschönen Sonntag. Danke, dass ihr schon live dabei wart. Danke an alle, die sich das Video erst später anschauen. Ich freue mich immer, egal wann ihr anschaut, dass ihr es tut und auch eure Kommentare da lasst. Ihr wisst, ich beantworte die Kommentare eigentlich immer und gebe mir auch Mühe, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und bis dahin, dass ihr kommentiert oder an einer anderen Stelle, macht's gut. Wir sehen uns ganz bald. Tschüss.